7 Scorerpunkte hat Damian Brunner in den bisherigen 7 Partien unter Trainer Doug Shedden gesammelt. Ausgerechnet gegen den ehemaligen Verein der beiden, gegen den EV Zug, konnte er am letzten Samstag nicht punkten. Lugano gewann aber 4:3 und so will Brunner heute nicht den Spielausgang, aber seine Punktausbeute ändern. Und hat dazu gleich die Möglichkeit. Brunner scheitert aber an Tobias Stephan. Vor 4 Jahren war Brunner in den Zuger Farben der erfolgreichste Scorer der ganzen Liga. Heute trifft er noch nicht. Topscorer ist in Lugano momentan denn auch ein anderer, Linus Klaassen. Der Schwede hier völlig alleine vor Stephan. Wieder hält der Zuger Schlussmann. Statistisch gesehen der Beste der NLA. Sein Gegenüber, Elvis Merzlikins, ist immerhin die Nummer 3 der Liga. Hier aber auf Abwägen. Die Scheibe landet bei Alatalo. Und im Tor das 1:0 für den EV Zug in der 13. Minute. Erst in der Wiederholung zu sehen, Dario Bürgler lenkt die Scheibe hier entscheidend ab. Er ist also der Torschütze. Die Zuger zwar entgegen dem Spielverlauf in Führung, jetzt aber richtig im Spiel. Marcini, Holden, Suri, das 2. Nein, nicht das 2:0 für den EVZ. Reto Suri verpasst seinen 12. Saisontreffer. Das war hier fast schwieriger, als dieses Dutzend vollzumachen. Der Nationalstürmer scheint auch im zweiten Drittel noch etwas verwirrt. Und spielt diesen Fehlpass. Julia Wogler, wieder ist Stephan zur Stelle. Und jetzt auch Suri wach. Aufholden. Marcini, wieder bleibt dieser omnigefährlichen Linie ein Erfolgserlebnis verwehrt. Und wo ist eigentlich Damian Brunner? Hier ist er an der Scheibe. Dann schleicht er sich vors Tor, wird aber im letzten Moment von Grossmann gestoppt. Allerdings regelwidrig, darum die Strafe gegen den Zuger Verteidiger. Während dieser in der Kühlbox sitzt, sorgt der Zuger Ramholt für das Highlight. Hier wird er von Hoffmanns Stock im Gesicht getroffen. Liegen bleiben? Aber doch nicht im Eishockey. Auf geht's, weiterkämpfen. Als Damian Brunner die Zuger verließ, trat ein gewisser Lino Marcini in seine sehr großen Fußstapfen. Hier ist er an der Scheibe und trifft nur den Pfosten. Brunner ist sein erklärtes Vorbild. Dessen Trainer Doug Shedden muss sich für das dritte Drittel etwas einfallen lassen. Noch immer steht es 0:1. Vielleicht könnte er ja eben diesen Brunner mal wieder etwas pushen. Hier ist er an der Scheibe. Und wieder schleicht er sich langsam vor das Tor und trifft. Der Ausgleich in der 49. Minute. Brunners 9. Saisontreffer. Gegen die ehemaligen Teamkollegen tut dieser besonders gut. Diese reagieren aber vehement. Buschard, Grossmann, Ramholt, die erneute Führung nur 38 Sekunden später. Team Ramholt, zuvor der nimmermüde Kämpfer, jetzt der Torschütze zum 2:1. Und so steht es auch 2 Minuten vor Schluss. Shedden und Brunner bei der letzten Besprechung. Das Ergebnis, der Torhüter bleibt draußen. Lugano mit 6 Feldspielern. Und tatsächlich, diese Riesenchance. Pettersen scheitert an den Beinen von Grossmann. So bleibt es beim 2:1 für den EV Zug. Lugano muss sich trotz Damian Brunners Treffer geschlagen geben.